machten bei uns Geheimdienstchef bei Rot. Kannst du das kurz mal in einmal, Baso? Ich gucke immer noch wegen meinem Internet. Ja. Hast du auch so Probleme? Ich mute mich mal. Ja, hier im Discord aber nur. Oder? So. Nein, aber wirklich, ich habe so Packet Loss. Also, aber hast du in einem anderen Discord auch Packet Loss? In Discord ja, aber wir waren vorher im Teamspeak, da hatte ich das nicht. Ich habe auch, Internet läuft auch eigentlich gut. Ich muss gerade anscheinend keine Connection zum Discord haben an sich. Wenn wir alle Teamspeak haben, können wir gerne auch. Nein, alles gut. Alles. Du bist ja sonst auch für deine Experience blöd, so, weißt du? Wer hat denn alles Teamspeak? Einmal die Hand heben. Nein, passt schon, ist ja alles gut. Ich heb die Hand, siehst du das? Ja. Okay. Ey, du hast Tim Horus hat Stream offen. Oh. Cheated. Machen wir los? Achso, ist noch. Okay, ist schon. Oh, Tim Horus ist ja dran bei uns. Oh, ey. Chiara. Ja, Hammer, wirklich. Hä? Wir sind in einem Team. Ja. Wir machen das jetzt. Let's go. Ich hoffe, ich bin noch gemutet. Nehme an. SS. Legendary, danke für 29 Monate. Flo, danke für 48. Play Daylight, danke für 43. Dankeschön. Welches Honkai spielst du noch? Star Rail spiele ich die ganze Zeit. Aber ich muss jetzt gleich wieder wegmachen, wenn wir den ersten Begriff bekommen. Das weißt du, ne? Also, ich spiele Honkai Star Rail. Nicht Impact. Obwohl ich Impact auch gerne spielen will. Wenn wir den ersten Begriff bekommen, bin ich aber wieder raus, ihr Ganoven. Ja, aber warum ist es, warum gibt es nicht zum Beispiel Hohlkreuz, also war nicht mal im Dingens gewesen gerade. Ich hatte gerade ein Problem mit dem Wort Heide. Ich dachte irgendwie ein Heidentum. Boxer war Vulkane, weil, ja, aber Boxer ist safe Berufe gewesen. Also Berufe, Boxer zu sagen, Boxer auf jeden Fall nicht, finde ich so komisch. Boxer ist safe ein Beruf, also ein eindeutiger Beruf. Ist das für uns? Okay. Dann bin ich schon weg. Nee, noch nicht. Die Sache ist, Tim Horus ist halt, der denkt immer über so viele Ecken. Okay. Warte mal, mit dem Finger. Oh, Casino. Guck mal. Was drückt man nochmal an, damit man es macht? Und nicht auf den Finger. Hohlkreuz war im Chat auch oft. Auf das Feld. Okay. Ich finde, Casino klingt ganz, also für Vegas auf jeden Fall. Ist Quartett irgendwie? Nee, ist Gesangsgedöns, ne? Nein, Boxer ist ein Beruf. Boxer ist ein Beruf. Hollywood, wenn da Fußballer steht, ist das auch ein Beruf. Herz, aber darum geht es ja gar nicht. Ich mache euch aber wieder weg, weil ihr könnt ja jetzt schon mitraten und Sachen rausnehmen. Ne? Tim Horus ach so, ja, stimmt. Und der Highground mit dem Schummelbegriff Highground. Ja, Highground. Leute, heiraten ist ja egal, geht ja nicht ums Gewinn. Malaya, what the fuck. Aber Hohldichtung. Ja, aber Dichtung ist nicht das Erste, wo ich an Hohl denke. Kommt auf den Mastbahn. Ja, stimmt, es gibt Mast ja nicht nur auf dem Schiff. Guter Call. Dankeschön, Kurzer, für 32 Monate. Pitboa, danke für 19. Vielen, vielen Dank und bis später. Ratet gerne wieder mit, wir hören uns. Aber das ist irgendwie zu weit hergeholt. Wer ist da jetzt vom Casino? Casino auf jeden Fall, ja. Okay. Also in einem. Es gibt den einarmigen Banditen. Mach mal Casino schon mal. Soll ich mal machen, ja. Also wenn das falsch ist, dann. Dann will ich. Ja, dann weiß ich auch nicht. Irgendwas nicht. ich kann mir Bar noch gut vorstellen. Ja, bei Bar finde ich eigentlich auch. Weil da. Schokolade, Rum, Nagel, Horn, Lager, Ring. Ring, naja, okay, nee, das ist vielleicht so weit hergeholt. So das ist halt, Ring. Ja, und in dann Vegas Antrag, heiratet man. Ja, und so ein Antrag. Aber ich finde nee, halt, Herz und Ring kannst du halt viel besser verbinden. Als, ja, true. Ja, ja dann lass mal. Ja, dann mach mal Bar. Ich? Ja klar, ist doch egal, wir sind ein Team. Ah, easy. Okay. Ich kann mir halt vorstellen, wie gesagt, Timos macht sich immer so Geschichten und dass man sein Gehalt verspielt. Ja, ich finde jetzt so bei Pirat, da bin ich raus. Da verbinde ich zum Beispiel nichts mit Vegas. So. Ja, also wie gesagt, es gibt halt so ein berühmtes Piratenschiff, glaube ich. Glaubst du? Ja, ich glaube, da gibt es dann, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke Vegas. Schon. Aber das finde ich auch so. Ist eigentlich ganz gut. Strand, Wüste. So, ja. Du gehst da hin und gibst viel Hollywood, Geld aus. Hollywood, Gehalt eher. Ja. Herz. Soll ich mal klicken? Einarmiger Bandit. Oh.
Geht auch noch. Okay. Gut. Gut war's. Das ist Jahre-Tipp gehalt. Ja, ihr habt leider falsch geklickt. Es war gut. Casino, gut. Danke, ne? Danke. Ja, du nennst mich später dann, Talu. Okay. Habe ich gern gemacht. Muss gut gewesen sein. Ja, ich krieg das Geld. Ah, Bild, dass ihr da Gehalt angeklickt habt. Hättest du nicht? Gehalt ist schon. Ja, aber ich sehe ein paar Wörter, die hätte ich vorher angeklickt. Ja, wir haben ja noch die andere Wörter markiert. Du hast wie Schule zum Beispiel. Gibt's bestimmt. Mhm. Oder Rom. Aber wahrscheinlich sogar nicht, aber. Viele Sachen in Vegas wurden auch festgenagelt, denke ich. Ja. Eine Schilder auch. Und so. Gute Schokolade. Gibt tatsächlich Little Italy in Vegas. Wo man mit so einer Gondel rumfährt. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Vegas-Wissen Tim Horus hat. Dürfte ich dazu was sagen? Nein. Oder? Nee. Okay. Nein. Das reicht jetzt. Vegas das ist reicht. Ja auch rund, ne? Also Ring vielleicht. Ja. Da gibt es auch noch einige Lager in Vegas. Goldschatz, Pirat. Ja, ich glaube auch, du. Tim, mit Pirat da sind wir. Ja. Ja. Aber Lager, auch du mit dem Ring, wir sind schon wieder bei Herr der Ringe angekommen. Ja, gleich noch Spinne 2. Goldschatz am Strand vielleicht? Ja, ne, das ist verbuddelt am Strand. Was ja, aber, dachte ich mir so. Ja, aber Pirat muss... Warte, ja, okay, es ist ja. Baso. Ich habe schon geguckt, ob es Tim Horus ist. Weil dann wäre das wieder falsch gewesen. ja, aber wollen wir schon mal Pirat? Ja, Pirat ist gut. Pirat, okay. Okay. Aber Spannend, guck mal, es sehen. Muss auch einen Grund geben, warum wir Goldschatz haben und nicht nur Schatz. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dann ist, glaube ich, Ring ganz gut. Der Goldring. Habe ich auch schon. Genau. Ja. Apfelrolle, Dinosaurier, England, Schule, China, Quartett, Born, Rom, Nagel, Schokolade. Goldschatz. Der Schatz ist in meinem Herzen. So, weißt du? So, Beziehung meine ich jetzt. Ja. Aber das könnte zu weit gedacht sein. Denke ich auch, aber wer weiß, was. Ich habe mit Basel noch nicht gespielt. Ja, same. Aber Strand wird es wahrscheinlich auch sein, würde ich jetzt sagen. Denkst du, schätzen. Strand sogar eher als Ring? Also wenn ich jetzt so ein, man kennt das doch, oder? Die Piraten, die graben so eine Schatztruhe aus im Sand, am Strand. Ja, ja, das bin ich ganz bei dir. Also können wir auch gerne machen, ja. Ja, du bist dran. Ja, ich muss dann immer reintappen. Ja, ach so. Soll ich machen? Ja, wenn es geht, wäre nice. Danke. Ja, guck mal. Okay. Schatz. Das würde ja schon alles nur auf Schatz gehen. Weißt du, was ich meine? Pirat ja. und Strand könnte ja nur ein Schatz sein. Jetzt fehlt uns theoretisch das Gold, würde ich sagen. Es gibt auch einen goldenen Apfel in Minecraft. Aber Ring sehe ich auch. Gold da. Ist gut. Gold ist gut, ja, okay. Ich ja, sehe den Ring am meisten. Ja, ja, same. Ja, komm, wir nehmen den Ring. Jawohl! Geil. Ui, gute Runde. Das war stark. Schlechte Runde. Okay. War nicht schlecht. Was denkt Tim? Oh, Muskel? Muskel? Herz und... Muskeln Arm. Sind gut. Arm, ja, weil da hast du einen krassen Bizeps. Wer auch immer gut hat, wird nicht gewinnen. Bizeps. Ja. Ja, safe. Das ist okay. Es, ja. Welches klickst du an? Welches ich mach Arm. Das ist sicherer. Ja! Easy. Wollen wir denn nochmal darüber reden, was er mit Vegas gemeint hat? Ich weiß halt. Nee, ich habe wirklich kurz überlegt, ob er nicht vielleicht Hollywood. Ja, vielleicht. Also, Hollywood ist ja nicht in Vegas, aber das ist halt auch irgendwie so ein Ort. Das ist auch ein Ort. Also könnte es auch Rom sein. Himalaya. Ja. Oder England. Ja, keine Ahnung, was er gemeint hat. Nee, komm, wir machen Laden beenden, oder? Ja. Alles richtig gemacht. Ach, so Zauber.
Mit. Hey. Wir hatten alles. Nein, Baso muss schon lange überlegen. Mit das ist nicht gut. Nicht gut aus. Könnt ihr mal Musik anmachen? Tim Horus könnt ja welche spielen. True. Soll ich die Gitarre holen? James. Musik. Gar nicht mehr, wie der geht. Ah, du bist mute. Was? Mute? Darf ich so Musik machen? Achso, ich war muted vorhin. Oh nein, Tim, das sieht nicht gut aus. Och, sie haut jetzt einfach einen Banger raus. Achso, deswegen warst du so lang, weil es muss perfekt sein. Gut, ich verstehe. Wir machen jetzt vorbei, die Runde ist jetzt over. Boah, stark von Baso, dass sie uns ja jetzt wirklich alle vier Begriffe... Sie hört uns leider nicht. Dass aber es ist trotzdem, boah, ist krass. Alle vier jetzt hätte ich nicht gedacht. Ja, schon mal GG an die anderen. Boah, und es muss so eindeutig sein, dass nichts offen bleibt. Pass, also ich hätte vorhin auf jeden Fall direkt Herz und Arm angedrückt. Bei wir haben wir Vegas. Doch. Verstresst nicht so. Und nicht geheilt. Außerdem in jener Gedanken. Ich weiß, was du. Ja, true. Ich hoffe nur, dass Baso nicht Afghan ist. Oh, die Katzen streicheln. Danu? Ja. Mein Chat fragt, ob wir einen Musikstream zusammen machen. Was heißt denn zusammen? Ich höre es mir an und du magst, oder was? Du singst, ich bin Gitarre. Du trommelst. Hoch, zwei. Himalaya. Das ist Himalaya, hoch. Ja. Hoch ist jetzt natürlich. Ja. Ein Dinosaurier ist hoch, ja, richtig. Das Hollywood-Zeichen ist auch das nicht Hollywood. Ja, das meine ich so. Das meine ich. Das ist so. Also Himalaya, okay, das sehe ich als offensichtliches, aber ja. Ansonsten. Also Maus, Golf, Lager, das Hollywood-Schild ist wirklich sehr weit oben. Apfel, Rolle, ein Dinosaurier ist hoch gewesen, also manche. Ja, England, könnte, ne, hier der Big Ben ist hoch. Schule, Hochschule. Hochschule, oh, das ist strong. China, und ja, die Mauer ist nur lang, also nur ist relativ. Apfel hängt hoch. Gut, Apfel hängt hoch. Nagel kann auch hoch sein, kommt auf die Perspektive an. Nagel, Schokolade. Also ich denke, mittlerweile sehe ich sogar die Hochschule auf der 1. Ja, ist echt nicht, ist nicht schlecht, ja, stimmt. Aber zum Beispiel beim Golf kann man auch hochschlagen, habe ich gedacht. Aber Schule und Himalaya ist ja, ich denke, strong. Die beiden eher, oder? Das ist gut. Bam. Oh, du machst sogar den Himalaya zu. Oh. Ja, natürlich. Oh, okay. Und dann Schule, oder? Ja, Hochschule. Komm, Hochschule ist ein guter Begriff. Begriff, Leute. Ist egal, das ist ein banger Begriff. Die das ist auch gut eigentlich. Ja, aber Hochschule, das ist doch wohl ein richtig guter Begriff. Aber hat sie daran gedacht? Also sie hat schon lange drüber nachgedacht, deswegen. Ach, stimmt, denke ich schon. Ich glaube. Wäre jetzt natürlich, ja. Oh, ja, du hast recht, sie hat lange drüber nachgedacht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist, glaube ich, gut. Sie hat lange drüber nachgedacht, wie sie zwei Begriffe verbindet. Okay. Ja. Ja, komm, mach mal. Bam, bam, nein. Oh. Hey. So viel. Hat ihr gut gemacht, Junge. Hey, Hochschule ist ja wohl ein Hammerbegriff. Aber Hochschule war strong, ja. Ja, war gut für uns. Ich hab noch eine Sache. Wegen Vegas, ja? Okay, ja. Weißt du noch? Kann das sein? Wie dieses Kartenspiel heißt, wo man so Autos sammelt. Also, wie kann das möglich sein? Quartett oder so? Matchbox. Autos sammeln. Ja, wo man. Es gibt doch mal diese Kartenspiele. Dann kann es genau ja alles sein. Schnell, ja? Dinosaurier, Hollywood, Golf. Darf man das? Weiß ich nicht.
Ich dachte, die anderen zwei sagen vielleicht irgendwas, hat Tim gefühlt und dann oder okay. Ich glaube nämlich, das heißt Quartett. Moment. Und vielleicht hat er damit irgendwie ein Kartenspiel gemeint und damit Vegas. Moment, war so. Was hab ich gerade, war ich gerade nicht gemutet, oder worum ging's? Wir wollten fragen, ob du sammelst ja ganz viel Karten, Dalu. Nee, achso, bei einem Quartett sammelst du nichts. Ein Quartett ist zum Beispiel. Nee, warte, es gibt ja ein Spiel. Sag Chiara. Ja, Quartett ist ein Spiel, aber es ist zum Beispiel, hast du ganz viele Autokarten und dann hast du eine Karte, da steht drauf 120 PS. Und dann habe ich ein Auto, da steht drauf 150 PS. Dann habe ich gewonnen. Super, danke, Dalu, du hast die Frage beantwortet. Ja, ich weiß, ja, kein Problem. Ich wollte, dass du sagst. Ja. Lass das in meinem Hinterkopf behalten schon. Okay, ja. Aber es gibt auch noch mehr Quartett. Ich glaube, mein Vater hat sowas mal gesammelt. Oder was ist gesammelt, gekauft. Und noch ein anderes vielleicht, Quartett. Vielleicht glaubt er aber auch so Vegas, Hollywood. West End? West End? Was? Ist wahrscheinlich in England. Ich habe keine Ahnung, was... Boah, was ist denn noch mit hochgemein? Was gibt's denn im West End? Was ist denn im Westen? Vielleicht, Hollywood. Dass man das so... Hä? Das Ende von... Gibt es da irgendwie so einen Film? Das Ende von... West End. Also Schokolade tue ich... Nee, Nagel. Nein, Rom. Ist das vielleicht ein Film oder so? Tim Schmores, bist du besoffen? Was ist, wenn es ein Film ist und dann denkt sich, das Spiel in England, wurde aber in Hollywood gedreht und es gibt Filmrollen. Und sind es drei Begriffe. Also diesen Film habe ich noch nie gehört. Ich sag mir auch gerade irgendwie gar nichts. Aber und vielleicht so das Ende? Nee. West End. Ja, denk mal durch laut mit Tim. Apfel. Ist aber auch kein Song von Korn, oder? Keine Ahnung. Also ich... West End. Das klingt für mich halt so britisch. I have a job. I'm going to the office in the West End. Drei Wörter. Ja, ich habe das auch schon mal mitgemacht mit Tim Horus im Team. Das ist ganz schwierig. Komm mal, ich habe auch drei Wörter markiert. Nee, also bei Rotten... Hollywood, aber ja. Okay. Ich dachte, also Tim Horus muss dann einige Dinge erklären. Bin eine 3. Ich muss, wenn ich Moment, so bedenke, jetzt klicke ich einfach denn? Drauf, sorry, ja, Chiara. Du müsst aber aufpassen, gleich kommt nochmal West End 2. Hä, was hat er da? Das musst du mir erklären. Ja, echt. Muss vieles erklären jetzt. Ja, Tim Schmoos. Noch hoch. Ach, sorry, Chiara, ich hätte warum haben wir denn noch hoch? Aber alles gut, ich wüsste halt sonst nicht, was es sonst sein soll. Also. West End 3. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendwie so ein Film oder irgendein Lied oder irgendwas und wir wissen es einfach nicht. West? Naja, also das ist ja schon mal klar, dass es ein Film oder ein Lied oder ein sonstiges sein muss, weil sonst wären es nämlich zwei Begriffe. Ja, also es muss ja ein Eigenname sein. Ja, ja. Aber gut, kann das nicht auch eine Straße sein oder so? Ja, Dalu kennt das bestimmt wieder, das Spiel oder den Film oder so. West End. Aber wäre es ein Film, dann hätte man auch Hollywood nehmen können. Also. Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich wurde das in England gedreht oder so. Das hätte aber sehr drei Sachen sind es trotzdem. Ja, wenn wir wahrscheinlich den Film oder das Lied kennen, dann wären wir wahrscheinlich drauf. Und wahrscheinlich geht es da um Schokolade. Ja, der Film war gut, ne? Genau. Um einen Schokoapfel geht es in dem Film. Oh. Ah, dann war es doch. Safe. Sag ich. Dinosaurier oder Golf, richtig? England fällt jetzt weg. Das ein haben Film die. Ist es ja dann eher nicht. Wahrscheinlich ein Song. Pizza! Mit das hoch nicht drin, das ist... Okay. Das ist ja Schokoladenpizza! Oh nein, wir haben verloren. Dinosaurier-Pizza. Pizza ist gut. Ja, ja. Ich habe vorhin bei... Scheiße, was ist denn hier mit Pizza? Also, ja... Bei hoch habe ich noch gedacht, Korn ist ja hochprozentig. So. Nee, also ich denke, dass hoch wirklich hoch ist und dass es
Golf unwahrscheinlicher als Dinosaurier. Ich denke eher, dass man bei hoch eher an Dinosaurier denkt, als bei an Golf nach oben schlagen. Also nur gedacht. Ja. Pizza. Wir haben Pizza. Wild. Das Problem dabei ist jetzt. In Rom? Rom ist eine gute Pizza? Ist okay. Also von der Connection her passt das. Ist gut. Ja, aber jetzt haben wir das Problem. Weil, was noch? Schokolade auf Pizza ist auch gut. Apfel auf Pizza. Ja, also es gibt halt wirklich eine Schokoladenpizza da. Es gab eine. Ich habe sogar darüber geredet. Von Dr. Oetker, glaube ich. Schokoladenpizza oder so. Gibt's echt, ja. Ja, Nutella-Pizza oder so. Aber, okay, das ist die Pizza, Frage. Maus, Ratatouille. Maus? Pizza. Oh. Boah, ey, wie strong eigentlich. Ist ja auch. Gar nicht so. Nee, ich glaube. Glaub, also, Golf würde zu hoch. Lager wäre weg. Apfel auf Pizza ist nicht so geil, denke ich. Pizza und Rolle. Pizzarolle. Pizzarolle, ey, scheiße. Ui. Aber dann. Da kracht's. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin eher bei der Pizzarolle als bei der Schokoladenpizza. Oh nein. Boah. Drück doch am besten noch irgendeine blaue Karte. Wahrscheinlich machen wir das, weil es ist jetzt nicht mehr eindeutig. Also mach Maus mal weg, das wird nicht sein. Okay, pass auf, wir haben also die Pizzarolle oder die Schokoladenpizza. Dinosaurier wäre nur hoch. Rom wäre für mich die erste Wahl. Echt? Bei Pizza? Ja, einfach nur, Base wollte, glaube ich, dass wir beenden. Ja, der hat uns zwei Begriffe gegeben und uns fehlt hoch. Die beiden funktionieren halt irgendwie zu Pizza. Rom ist vielleicht nicht mal der offensichtlichste, aber dann haben wir die Pizzarolle oder die Schokoladenpizza. Und da musst du mir jetzt sagen, wie gut du Base kennst. Boah. Machen wir Rom zuerst, ja? Ja, komm, dann ist eben. Ja, okay. Okay. Denk mal so eher an Schokoladenpizza. Warte, oder an eine Pizzarolle? Pizza. Du machst Pizzarolle oder Schokolade? Rolle oder Schokolade? Rolle. Was? Und dann Dinosaurier? Ja! Okay. Ja! Es war bestimmt Schokolade. Es war bestimmt gut. Pizza ist gut. Das wäre es. Dinosaurier. Es war immer gut, von Anfang an. Aber dass ihr bei Rom am Anfang gezweifelt habt, hä? Aber eben weil Rom da steht und nicht Italien. Weißt du, so nur deswegen. Ach so, das ist okay. Ah, vielleicht gibt es in Rom Italien gibt es irgendwo, in einer sehr bekannten Stadt gibt es so eine richtig geile Pizza-Bäcker, das sehe ich mal auf Instagram. Dann hat er so einen riesen Pizzateig über seinem Kopf. Also was ich auf jeden Fall bei Baso gelernt habe, ist, dass Baso keine Worte verbindet im Sinne von Hochschule, Pizza, Rolle. Abschlussfahrt habe ich. Das hätte ich gerade schon lernen sollen. In Rom. Das ist natürlich Anlack. Ja, für 12 Euro. Die war auch noch, die war nicht richtig aufgetaut, die war noch so ein bisschen kalt. Chiara. Ja. Wollen wir nochmal über West End sprechen? Ich überlege gerade. Warte, was war denn jetzt das Rolle? Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt bei Vegas alles haben, wegen High Roll vielleicht. Sagt man nicht irgendwie, oder Royal Flush? Ja, erzähl weiter, Chiara. High Roll oder so? Der High Roller Table. Ich würde eher sagen, dass Rolle zu West End gehört, wenn das irgendwie so ein Film oder ein Spiel ist, dass dann in diesem West End. Aber ich weiß nicht, was er da meinte. Eine bestimmte Rolle. Vielleicht. Die Beatles, die kommen aus England. Moment, aber damit. Das war. Moment, stopp. Moment, aber das sind genau die Begriffe, die noch über waren für die anderen. Scheiße. Wir sehen nur zwei Wörter jetzt. Warum das? England war doch klar. Was haben die denn noch gesungen, die Beatles? Yellow Submarine. England, Quartett sind deren Begriffe. Aber, aus wie vielen Leuten bestehen die Beatles? Sind die vielleicht ein Quartett? Fünf. Ah, scheiße, okay. Weiß das Tim Horis? Also England ist safe. Ja, England ist safe. Aber das könnte jetzt auch wieder so sein, dass der jetzt sich denkt, so zwei Begriffe, die haben die und das andere ist noch von West End. Ach, fuck. Ja, aber warum zwei bei Beatles?
Ich habe gerade überlegt, ob man das... Warte mal, ist nicht ein Beetle, ein VW Beetle auch... Nee, Gold, nee, scheiße. Ist ja, aber es ist auch ein VW Golf. Ja, also, ja, 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 ist schon, ja, ja. Ist schon weit, also ist schon weit gedacht. Also ist schon sehr weit gedacht. Aber ja, Beetle, VW Beetle, VW Golf. Warum denke ich hier was? Tim, hallo! Tim! Hallo, bitte ruhig, mute. Tim, bitte ruhig. Also safe... Jetzt komm, bitte lass die nicht. Ich habe jetzt auch hier VW Beetle, VW Golf. Ja, komm, wir machen erst England, okay? Erst England, erst England. Dann machst du Golf. Ey, Sado, du bist so bodenlos. Oh, oh. Tim, du bist so bodenlos. Es tut mir so leid. Nee, aber es hätte ja sein können. Ich meine, Tim, sei bitte leise, ja? Ja, okay, danke schön. Oh mein Gott. Was war jetzt? VW Golf ist ja eigentlich nicht ein VW Golf. Nicht deswegen? Nein, das war schon, die fand das sogar ganz witzig eigentlich. Oh, scheiße. Ich fand das sogar wirklich nicht schlecht mit dem Beetle und dem Golf. Also, das Ding ist, kennt ihr das nicht, wenn jemand so fragt, ja, was ist ein Automark fürs Golf? Sagen doch voll viele so Golf. Und dann denken sie, nein, das ist ein VW. Aber für mich ist alles, was so gefühlt so ein VW, 5er Golf, 6er, alles ist Golf. So. Moment, was ist, wenn Dahl uns angelogen hat und die Beetles bestehen nicht aus 5 Leuten, sondern aus 4? Was? Ich habe keine Ahnung, was sie für Leute die bestehen. Ah, ich habe nur ihre blöden Topfhaarschnitte im Kopf. Alles im Kopf? Ihre Topfhaarschnitte gerade von den Beetles. Also es gab den Typen mit Yoko Ono. Was meint er denn mit Beatles 2? Aber alles andere passt nicht. Was hab ich denn ausgewählt? Ja, die haben so einen Apfelkopf, Leute. So einen Apfelkopf. Ja. Den Schnitt nennt man so, ne? Aber ja, die hatten ja auch Einen guten Haarschnitt auch. Komm, kopier mal erst. Hatten die nicht auch Apple Tree gesungen? Rolle, ja. Pizza-Rolle. Wer denkt denn so rein? Oha. Da würde ja 10-mal eher passen, die Maus, weil die Maus die Pizza ist. Eben. Das Problem ist halt, wir können auch noch. Ja, aber nimm mir das trotzdem, egal was jetzt rauskommt, egal wer gewinnt, nimm mir das am Ende nicht mehr, ja? Schuhe auch nicht, bitte. Was denn? Das im Quartett? Ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Nein, also ich muss es sagen, weil ich mich echt schlecht fühle, aber ich habe gut gelacht. Also es ist Quartett, ist eindeutig. Ich muss mich direkt muten, ey, das war so geil. Die Mädels sind 4. Also, lockere Antwort, nee, es sind 5. Hä, das ist angelogen. Du hast doch gesagt, dass er gelogen hat. Es tut mir so leid. Glaubwürdig. Ihr habt das auch so direkt so dann raus. Okay, dann sind es 5. Gut, dann nehmen wir Quartett auf jeden Fall nicht. Das kann es nicht sein. Ey, ich dachte, wir sind voll gut. Freunde lügen sich nicht. Ich glaube, Basel findet das auch so schlimm, dass ich da gelogen habe, dass sie absichtlich verliert. Also, Reiswaffeln. Moment, aber weißt du, was das Schlimme daran Schokolade. Ist? Ja, aber was ist mit dem Hoch? Dinosaurier ist so schlimm. Reis. Nein, sie hat uns Waffel. Einfach nur 2 gegeben, weil wir ja 2 erraten. Oh, eigentlich hätte sie ja den Reis. Also eigentlich hätte sie ja den 1 nehmen können. Oh mein Gott, also, die sind so doof. Leider, jetzt versucht Chuchu mich auch anzulügen. Aber oh, Reiswaffeln sind. Reis, oh! Reis, Moment! Und China ist. China. Da muss dann hoch auch noch hin. Oh mein Gott, Dinosaurier wäre es nie gewesen. Timmy, du hast ja komplett falsch gewesen von dir. Es muss ja China sein. Was denn jetzt? Du verwirrst mich selbst. Nee, es muss ja wirklich. Reiswaffeln ist ja wohl gut mit Schokolade und China. Also, oh mein Gott, du hast es, Timmit. Du hast den Code. Also, auf Reiswaffeln ist ja Schokolade drauf. Richtig? So, gibt's ja. Nein, das war eine Reiswaffel hier nicht. Ja, aber die gibt's auch in Schokolade. Sonst hätte sie uns auch keine Reiswaffeln gegeben. Und die sind gut. Ja, und China, und oder? Dalu, sag mal jetzt was. Mit Apfelmus kann man die auch ganz gut schmecken. Dalu, Alu. Ich bin gerade jetzt am Nachdenken, weil Dinosaurier nicht mehr drin ist. Ja. Also uns fehlt... Nein, uns fehlt jetzt... Ja, wir haben jetzt Reiswaffeln 2. Uns fehlt der zweite Begriff für hoch. Oh so. Mein Gott. Herr, aber dem... Und warum kriegen wir jetzt Reiswaffel? Also die hätte ja auch einfach... Ihr denkt so also kompliziert. Es wird China und Schokolade sein. China.
Also Schokolademousse, oder? Wegen Pizza? Oder bin ich da so falsch? Ja, safe. Okay. Oh. Ich weiß. Also entweder, es gibt ja zwei Optionen. Entweder sie hat gesagt, wir wissen ja eh, dass es Dinosaurier ist. Oder Reiswaffeln. Nein, sie hat ja extra, ja, sie hat ja Reis noch mit reingelegt, ja, oder? Ja, es muss China sein eigentlich. Oh mein Gott, soll ich drücken? Ich glaube, wir verlieren. Ist bestimmt ein Quartett, oder? Nein, Maschine, komm, Maschine. Aber was war hoch? Ja, das war die schlimmste Runde. Ich hätte einen Dinosaurier mal hoch. Ich habe auch die ganze Zeit meinen Chat zugehabt, ja? Deswegen, ich hatte zero Hilfe. Aber ich saß vor Rom, China, Schokolade und Himalaya und musste das verbinden. Ja? Easy. Also wie? Wie? Was wie würdet ihr das denn verbinden? Oh. Wo ist denn aber du hast, aber das, was wir, aber das, was wir geklickt haben, fandest du jetzt quasi nicht sauer auf uns, oder? Nee, so wegen Hochschule und so. Ich war nicht sauer auf euch. Ich war sauer auf die Wörter. Ist das geil, schrecklich gewesen. War jetzt Casino Quartett oder was war Vegas? Quartett war Beatles. Ich möchte sagen, dass ich auch sauer bin, so wie Linda, aber nicht auf die Wörter, sondern auf Dalu. Das war so geil, es war so geil. Wegen dem Quartett. Hast du nicht gehört? War so, das war richtig. Achso, was? Stimmt doch, die Beatles sind doch fünf. Nein, die sind vier, es wurde einer mal ausgetauscht und wir hatten ja noch Yoko Ono dann als Special Guest. Warte mal, jetzt muss ich googeln, ich dachte, das waren fünf. Sind die Beatles fünf? Ja, die Beatles sind fünf. Okay. Ich dachte auch, das ist was anderes. Das Wichtige ist hier zu verstehen bei Codenames, wir spielen nicht miteinander, sondern gegeneinander. Aber wie ist das? Jochen hat uns ja geholfen mit dem Quartett. Ich habe das Quartett nicht drüber nachgedacht. Tim Horus, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Wir haben euch zwei Wörter geschenkt, ja? Also, danke. Ne? Ist ja wohl auch. Weiß ich nicht, an wem es da lag am Ende. Einmal noch an Chiara anknüpfen. Ja, Dalu hat auch was Richtiges gesagt. Aber wenn du einen Movie guckst mit einem Killer, zum Beispiel Scream oder so, dann der Killer ist dann auch nett zu den Freunden und dann sticht er die trotzdem ab. So. Was meintest du mit West End? Also auf jeden Fall England. Also das war der offensichtliche. Ja. Stadtteil in London. Und Rolle, oder? Und Rolle. Ja, das genau, das hatte ich im Kopf. Also Vegas, Casino, Bar und Quartett. Ah ja, doch, Quartett. West End, Rolle, oder? England, Quartett und Rolle. Beatles, England und... Also Tim Horosch hat euch drei Begriffe gegeben für dieselben Begriffe. Wann seid ihr denn endlich auf England gekommen? Ich mute mich, wahr. Wir sind blau. Hey, Chiara, wir beide. Bauer, Siegel, Decke, Chor, sagst, Leuchte, stimmt. Uhr, Schuhkarte, aha. Geschirr, Riegel, Stock. Chiara hat die ganze Zeit irgendwie gesagt, die anderen auch bedenken. Hä, wo denke ich mir Geschichten aus, habe ich die ganze Zeit gesagt. Ja, mir ist es halt dann jetzt bei der letzten Runde, die so kurz war, aufgefallen, dass du dir keine Geschichten ausdenkst. Und Wohnzimmer sehe ich auf plump. Anhieb. Für Uhr, für Leuchte, vielleicht für Decke. Was fällt da aber noch weg? Griechenland, Peitsche, Krankenhaus, Satellit, Hamburger. Also, richtig. Geschirr, oh mein Gott, Küche. Im Endeffekt hätte Linda die auch... Küche, Funken, Punkt, Barren, Riegel. Mhm. Boah, der Riegel. Ja, wenn du das sagst. Boah, ich sehe irgendwie Kühlschrank. Küche. Wie viele gute Runden wir schon hatten. In Codenames. Ich sehe irgendwie so ein anderes Wort für Küche. Oder so. Okay, die habe ich vergessen. Okay, alles klar. Ja. Speiseraum, Speisekammer, Esszimmer. Esszimmer. Ecke, Rock, Horn, Daumen, Peitsche. Da ist ein Hamburger im Weg. Weißt du, der Hamburger ist... Egal. Aber den Rest finde ich halt irgendwie geil. Oh, der... Scheiß Hamburger. Dafür... Oh.
Aber wenn ich es danach einfach nochmal mache. Danke für die 500 Zeichen. Oh, Entschuldigung. Wäre halt geil. Hey, ich habe ja nur O gesagt. Was wollt ihr von mir? Hä? Warte, Kim? Hat er sich nicht extra intermutet? Oh, ich will das einfach. Warte. Geschirr. Mann. Uhr. Theoretisch. Leuchte. Sehr weit entfernt. Aber die anderen Sachen sind halt nicht drin. Kommt drauf an, in welchem Stock. Ja. Der Riegel. Vielleicht. Ah, der Hamburger Sack, der Hamburger ist sowas von drin. Der Hamburger ist sowas von drinne. Aber ich brauche was anderes schnell. Der scheiß Hamburger. Wohnzimmer. Haben wir Uhr, Decke, Leuchte. Fällt da noch was rein? Wohnzimmer. Kann auch in einem Stock sein. Was, wie verbinde ich ein Wohnzimmer mit einem mehrstöckigen Haus? Wie heißen noch mal die Wohnungen ganz? Ach, kann ich so Hotelzimmer? Hotelzimmer? Stock? Eine Uhr? Eine Leuchte? Eine Decke? Ja, das ist halt ein Viertel. Aber ich will es halt versuchen. Komm, auf Joke. Ist da, macht mir das irgendwas, ich schreibe schon mal hin, ich habe ja noch Zeit, macht mir das irgendwas kaputt? Bauer, Rock, Daumen, Horn, Griechenland, Griechen, Hotelzimmer in Griechenland, ein Hotelzimmer ist kein Krankenhauszimmer. Mensch. Ja, du brauchst ganz schön lange, ne? Ich erwarte jetzt schon einen Begriff mit 9. Auf ich kann mir vorstellen, das ist so ein richtig langes Wort. Und dann ist alles drin. Ja, Hotelzimmer. Richtig. Die werden Griechenland nehmen. Hallihallo. Hotelzimmer haben wir. Scheiß Griechenland. Wer ist denn wir? Ah, wir sind das ja, Timmit. Oh, ich bin ja nicht so. Decke. Ja? Dalu hat uns das Wort gegeben. Dalu ist smart. Dalu ist heißt, super smart. Dalu denkt an, nicht an Griechenland. Eine Karte, um in ein Hotelzimmer zu gehen. Okay, ist richtig. Okay. Oh, ja, genau das. Genau das habe ich gedacht, Basel. Ja. Natürlich, man braucht eine Karte. Warte, warum hast du einen Stock angeklickt? Mehrere Stöcke, also fünfter Stock, dritter Stock. Ey, finde ich super, finde ich fantastisch. Ja, sehr gut, okay, sehr gut. Ich habe auch immer zwei Decken im Hotel. Decke, sehr gut. Wirklich wie klasse. Je nach Hotel gibt es auch eine Peitsche. Oh ja, okay. Richtig, richtig. Man kann sich in Griechenland ein Hotelzimmer. Dies Kack-Griechenland. Ja, hab ich auch gedacht. Aber es gibt auch im Krankenhaus Zimmer. Nein, das sind ja Hotelzimmer. Das ist gar nicht gut hier gerade. Jetzt sind wir Griechenland weg. Oh, stell mal vor, er hat das Wort genommen und nochmal gesplittet. Boah, das wäre krass. Okay. Hotel. Kannst ja auch, also du kannst ja legit Hamburger auf einem Hotel bestellen, so, ne? Dann hätte ich auch meine doofe Küche nehmen können. Ja, okay, das geht auch, okay. Ja. Und das zu essen brauchst du Geschirr. Okay, lass doch alle nein, mal nein, nein. Okay. Also das erste Wort, auf was ich auf jeden Fall klicken will, ist Griechenland. Karte. Ja, weil um in dein Hotelzimmer zu kommen, hast du ja immer so eine Karte, die du ranhaltest. Genau, das okay, war mein, okay. Es war ja mein erster Begriff. Ja, gut. Es war wirklich mein... Als obvious Decke? Auch. Oder ist das für dich nichts? Ich, also Karte war auch meine Eins. So auf demselben Level wie Geschirr. Für mich. Nee, also Karte war wirklich meine halt Nummer Eins. Das war wirklich... Sein? Da habe ich okay sofort. Hotelzimmerkarte. Das war meins. Ja, das war drauf, wir haben eh keine Zeit mehr. Wirklich, Basel, so stark. Wir haben noch eine Minute. Ey. Klick jetzt drauf. Oi. Oi, oi, oi. In mehreren, keiner will nach Griechenland. Wirklich, also keiner, Stock nicht Griechenland. Auch, Stock, ich find Stock echt gut. Nicht nach Griechenland, nach Griechenland. Stock gedacht hat, nein, 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 Stock, Stock ja, wirklich, Etage. So ja, ja, ist, ne? Nein, 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 nein. Aber siehst du nicht Griechenland? Nein, nein, ja, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, 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 nein. Stock, Stock. Ist er zu weit weg? Ist schon ein Stock. Nö, 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 nö. Griechenland ist sehr weit weg. Oh mein Gott, ist Griechenland weit weg. Aber es sind vier Wörter, das ist es. Ja, ja, ja. Also und also Stock. Auch ein safe. Stock ist safe. Meiner Meinung nach. Nein, ja, doch, doch. Du bist dran. Nein. Ich bin gar nicht dran. Ich hab gerade getippt. Ich hab den Himmel. Du bist dran. Du hast den doppelten. Stock. Du bist dran. Griechenland. Los. Echt?
Ja, nein, nein, ist okay. Ich bin jetzt echt, ich würde es mir lieber saven. Ich ja, saved euch. Schon. Nein, ich saved euch nicht, weil dann nehmt ihr später. Jetzt war so unterwegs, was denn, wenn es das schwarze Wort ist? Griechenland. Ja, okay, dann mach ich das. Aber wir merken uns das. Wir merken uns das. Okay, okay. Und wenn nee, wir merkt so euch in der Situation das nicht. Sind, dass wir so denken, ganz falsch, falsch. Das ist es, Griechenland. War so falsch. Ah, Griechenland. Nein, ja, nicht doch, niemals doch, Griechenland. Ja, machen wir. Ich hab mal gelernt. Ey, Timmel, ich selbst hätte nie auf Stress gedrückt. Voll krass. Echt nicht? Oh, ja, aber krass. Das ist ja so doppeldeutig. Und ja. Hotelzimmer, klar, das kann so in einem Stock sein. Inneneinrichtung. Voll krass. Nee, wirklich jetzt. Ich meine es ernst. Ist Inneneinrichtung ein Wort? Inneneinrichtung. Inneneinrichtung. Jetzt akzeptierst du einfach. Danke. Inneneinrichtung. Hm. Vier Wörter. Ah, dann kriegen wir den Riegel halt nicht. Also vier Wörter ist schon... Ne? Auch ein gutes Wort. Farben, zwei, schwach. Was in der Socke? Oh, hast du gerade schon acht gesagt? Wie kriege ich Inneneinrichtung geiler hin? Das ist ihre erste Runde. Sie hat gesagt, sie hat voll Möbelhaus. Möbelhaus, Geschirr, Uhr, Leuchte. Ich habe stark gesagt, wie sie ist. Und okay. Stark. Riegel, scheiß Riegel. Möbelhaus verkauft auch keine Schuhe. Ja. Bau auf jeden Fall. Ja, Bau auf jeden Fall. Klick auf jeden Fall drauf. Das vielleicht Peitsche, wenn du irgendein. Wow, wow, wow! Pferd peitschst? Ja, wenn du Cowboy bist. Heiß Riegel. Man hat einen grünen Daumen vielleicht als Farmer. Was könnten die denn mir raten, wenn ich den einen Sex angebe? Richtig. Müssen die manchmal so ein Horn pusten? Daumen, Horn. Ja. Hä, was? Katholit, Hamburger. Eine Farm aus Griechenland könnte sein. Punkt, ja, Punkt, Griechenland. Waren, warst du nicht letztens in Griechenland? Ach, kannst du einfach versuchen. Ja, ich bin da viele Farms, Tim? Ja, einige. Ja, guck mal drauf. Timid, Alter. Hätte ich die letzte Woche einmal... Kann man irgendwas gedacht, ne? anderes davon wirklich normal kaufen, außer ein scheiß Hamburger? Tim, kann Barren noch für was anderes verwendet werden, so im Farmleben? Wie bitte, was? Ein Barren? Goldbarren. Riegel, ja. Scheiße. Was? Nee, so eine Scheune heißt nicht... Okay. Ich bin jetzt Schuschu. Die werden, oh, ja, ich kann, Bauer, kann Einkaufszentrum, was gibt's? Nee, Einkaufszentrum geht nicht. Okay, Einkaufszentrum, kurz, Tim, ja? Bestimmtes Einkaufszentrum, brauche ich. Okay. Wo kaufe ich ja. Schuhe, Geschirr? Old MacDonald had a farm, yeah, yeah, oh. Möbelhaus, Möbelhaus. Boah, Ikea, da kann man noch, Ikea kann man noch bestimmt alles kaufen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ikea 4, einfach mal pushen. Ah, ich hab's auch boah, komisch. Bumm. Ja. Da kann nichts passieren. Bauer, oder? Ja, klick mal. Leuchte, Uhr, Geschirr ist safe und bei Ikea, da gibt's bestimmt fühlst, Schuhe. Dann kommt und ein Riegel. Ja, der gute also. Riegel. Was ist, wenn es ein bisschen makaber ist und denkt sich, man macht Hamburger? Hä? Tim mit auf der Toilette. Tim mit seinem Headset auf Toilette. Ja, wirklich. Ja, keine Ahnung, weil ist das nicht auch so ein McDonald's-Song? Ich farme es oder badabababa, ich farme es oder was? Ja, ich schlachte es. Ich will Ikea machen. Ich will Ikea machen. Oh Gott. Leuchte, Uhr, Geschirr. Ja. Fuck, that's messed up. Das war echt schwierig. Hotdog, Hamburger, Hotdog. Hallo. Hotdogs gibt's da, ne? Riegel. Oder Peitsche. Eigentlich. Schuhe. Was sind Farmschuhe? Was denn jetzt? Wir haben keine Zeit. Ist vorbei. Ja, egal. Weiß nicht, dann raten beenden. Moment, haben die gar nichts? Es gibt ja keine chaotischere Kombination außer Timos und Chiara. Das ist ja schrecklich. Bumm. Aber auch schrecklich nützlich. Ikea. Geil, so, Geschirr gibt's da. Schauen wir mal. Ja, sehe ich. Warte mal. Scheiße, das ist gar nicht so offensichtlich. Was ist denn da noch? Hamburger kann man da bestimmt essen. Scheiße, kann man Hamburger bei Ikea? Boah, das ist so untypisch wie Ikea tatsächlich. Ich glaube, da gibt es gar keine Hamburger. Ja, aber ja, mach den. Ich also. Sehe, wie man das in Verbindung nein, bringen kann. Nein, nein, Baso, du ja. siehst das ich nicht. Ich denke an Ikea, da denke ich halt direkt an Schweden. Stell dir vor. Überhaupt nix. Wie wär's denn mit Leuchte? Er hat das Wort gesplittet in EA, EA Sports, Fußballschuh. Ja! EA Sports, Fußballschuh, Timmy. Oh mein Gott, smart. Okay. Enough.
Das ist ja wirklich. Hier ist aber schon wild. Hallo, was ist denn mit meiner Leuchte und der Uhr? Leuchte, aber da gibt es ganz viele Lampen. Oh ja, ja, das ist gut. Und das ist gut, Uhren? Man kann auch Uhren kaufen. Aber Wanduhren? Also ja. So eine Wanduhr. Ja. Aber Wanduhr? Die Leuchte ist eher. Die Leuchte. EA Sports Schuhe. EA Sports Schuhe. Nimm den. Würde ich rausnehmen, ja, ja, nimm den raus. Oh. Ja. Oder? Sehe ich halt auch. Also ich weiß halt nicht, wie gut Dalukart sich mit Ikea auskennt. Ja, ich habe da keinen Hamburger denkt, gekauft. Kann man essen gehen, Hamburger essen. Ich habe in Ikea keinen Hamburger gekauft, Baso. Ich weiß, was man da essen kann. Ja, und ich glaube, es sind keine Hamburger. Dalukart ist auch nie in einem Ikea. Der lässt für sich Sachen bestellen. Ja, das weiß ich. Ich war schon oft in dem Ikea. Ikea. Ich bin gemutet, aber ich war schon echt. Ich kann ja auch Riegel bekommen. Ja, ein Riegel. Was du klicken würdest. Boah. Boah. Oder? Das macht schon. Das Geschirr macht zum Essen. Ja. So, und man kann auch Geschirr kaufen. Ja, und also man kann da auch Teller kaufen, auch oder? Ich hab mal Geschirr gedacht. Also ja, aber das war so ganz weit weg. Oh. Okay, aber Leuchte ist auch ziemlich nah eigentlich. Ja, weil Leuchte. Ja, mach. Ja. Ja. Hä, willst du nicht auch mal klicken? Ja, ja, hab ich, hab ich. Uhren. Mhm. Uhren, Wanduhr? Wanduhren? Okay, da, mal gucken, eine Minute. Uhr ist wichtig. Ist nein. Hat Ikea einen Daumen? Uhr. Hat Ikea so ein Siegel, so ein. Boah, das nein. Weiß ich nicht. Nee, so wir ein, haben so aber Siegel Uhr. Zur... So ein Gütesiegel oder so eine Scheiße. Ja, genau, genau. Nee, aber weiß ich gar nicht. Uhr? Ich würde auf Uhr klicken. Ich würde auf Uhr. Auf Uhr? Ich würde ja, auf Uhr. In Griechenland gibt es auch Ikea, ne? Nur mal kurz. Nein, also das ist auch gar nicht. Es gibt bestimmt kein Griechenland. Achso, wegen Hotelzimmer meinst du jetzt? Nein! Ja, aber auch wegen Ikea. So. Ja, Uhr würde auch für mich noch ein bisschen Sinn ergeben. Ja, Uhr finde ich gut. Ich weiß nicht, ob würde es in Griechenland gibt. Ja, nein, ich glaube auch nicht, ob es in Ikea in Griechenland gibt. Ich glaube nicht, tatsächlich. Ey, boah, ich bin richtig clueless. Kannst du Verantwortung übernehmen? Ja, Uhr, oder? Danke. Ja, Uhr. Sehe ich. Also, ich kann es verstehen, aber ich könnte es auch verstehen, wenn es das nicht wäre. Ja, man könnte schon drauf. Was soll es sonst sein? Ja, das ist nämlich die Frage, hammermäßig. Krass. Ich habe wieder Probleme mit der 4, muss ich sagen. Sollen wir Griechenland drücken? Nein. Oder ist das das schwarze Wort? Ey, ey, boah. Sollen wir raten beenden? Ja, ja, man könnte eh nicht mehr. Zeit. Ja, okay, okay. Das Ding ist halt, ich finde, Griechenland hat nichts mit Ikea zu tun. Gar nichts. Ja, ja. Okay, okay, okay. Also, ich weiß nicht, ob es da eins gibt, aber. Ich auch nicht. At this point, denke ich übrigens, dass Dalu nicht mal selbst streamt. Der lässt. Oh, stark. Er lässt. Stark, stark, stark. Okay. Wenn man so erfolgreich ist. Rotlicht, Viertel. Chor. Riegel, Schokoriegel, Türriegel, Peitsche? Torriegel, Kinderriegel, Kinder, 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 Chor, Kinderchor, Schuhe, Kinder, ja, weiter gut. Jo, jetzt kracht's. Geil. Kinder, Kinder, wow, wir essen Hamburger, Kinder, 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 Kinder. Jetzt hilf mir doch mal, Tim. Kinder. Ja, der hat ja gerade die ganze Zeit alleine. Wir machen Kinder. Da hilft schon, fehlt doch noch eins. Aber du hast ja gar nichts gesagt. Unter den Rock gucken. Stopp. Oha. Um abzuchecken, ob das ein Match ist oder so. Aber was ist was mit dem Riegel? Hä, wir sind bei Rotlichtmilieu, Timmit. Du, was erwartest du, was hier jetzt aus unseren Mündern kommt? Kinder. Erfolgs zwischen den Leuten vielleicht. Kinder, Kinder, Riegel, aber das ist so Kinder, weiterhin, würde ich sagen. Aber wenn ich alles so mache, Kinderschuhe... Geht. Kinder, Krankenhaus, Peitsche auch problematisch, Hamburger möglich. Das bin ich mir nicht sicher. Daumen. Ich weiß nicht, ob Schuhschuh an den G-Punkt direkt. Aber ist auch wieder nur grau. Aber kann sein. Das können wir uns erstmal dann aufgeben. Kinderchor. Ist sonst ein Kinderriegel. Tim Schmorus. Kinderschuhe. Rotlichtmilieu. Kinderkrankenhaus, das Krankenhaus. Kacke. An den G-Punkt hin. Ja, also. Rotlichtmilieu. Ja, jetzt gibt's nicht. Griechenland ist mir auch zu weit hergeholt. Hamburger. Da denkst du hoffentlich nicht an Hamburg oder so. Aachen, weiß ich nicht. Es gibt doch. Aber Schuh weiß, dass du aus Hamburg kommst, also vielleicht doch. Hä? Ja, aber das ist ja Hamburg eher. Ja. Riegel ist ein doofes Wort. Hamburg, du sagst doch auch, wenn einer aus Hamburg kommt, das ist ein Hamburger. Ja, Viertel ist ja auf jeden Fall. Da kann ich jetzt aufsuchen. Ich mache jetzt Viertel. Und dann mache ich Peitsche, okay? Oh mein Gott. Ich mach Peitsche. Okay, perfekt. Oh, jetzt sind es noch zwei. Funken nicht. Glaube ich auch nicht. Oder? Vielleicht ein Riegel, weil man die Tür absperrt. Was? Nee, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, meinst du Rock, weil die vielleicht leicht bekleidet sind? Ja, ich würde sagen Damen Rock in der und Nacht. Punkt. Okay, dann soll ich zuerst machen? Mach du deinen G-Punkt. Okay.
Ich hab's gesagt. Aber war gut. Shushu hat nicht an den G-Punkt. War gut gedacht. Schön, dass wir das wissen jetzt. Ich hab's gesagt. Aber war nicht schlecht. Ne? Kinder, ey, Dalu haut immer richtig raus. Kinderriegel. Kinderriegel. Ah, hier ist das Wort. Kinderriegel. Kinderchor und Kinderschuhe. Bam, da haben wir's. Mach es! Mach es! Ja, weiß ich noch nicht. Lass dir von Baso nichts an. Nein! Ach, das Krankenhaus ist doch nur. Kinderchor? Doch den, im Chor sind doch auch immer Kinderchor, Kinder, ja. Und der Kinder. Es gibt ja auch so Chöre, die nur aus den Kindern bestehen. So. Dann ergibt aber auch Griechenland auch wieder keinen Sinn. Ja, in Griechenland gibt's Kinder und vielleicht aber. Einfach mit drei. Ja, aber dann hätte er auch zwei geben können, weil wir können ja eins mehr. Ah. Also wenn er uns Kinderschuhe. Jetzt denken wir ja, drei Wörter gehören zu Kinder. Denken wir das? Ist wahrscheinlich Kinderschuhe. Ja, weil da steht ja eine 3. Und wenn er gesagt hätte, zwei Wörter gehören zu Kinder, eins. So können wir jetzt vier raten. Wir brauchen ja noch drei. Ja. Also das ist zumindest meine Logik. Ja, das ist also das, was du sagst, ist richtig. Also Kinderriegel wird es hundertprozentig sein. Ja. Der Kinderchor. Der Kinderschuh. Kindertau. Was ist mit Kinderschuhe? Ja, was ist das? Hab ich auch gedacht. Mach Kopf zu, Timos. Nein, ich habe auch mit Kinderschuhe gesagt. Ja, aber der ist im Gegnerteam, falls es nicht weiß. Nein. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Kinderschuhe. Aber. Na klar. Kindersiegel. Hamburger. Kinderhamburger. Hamburger und Kinder. Hört beides mit ER auf. Warte mal ganz kurz. Wir haben theoretisch eins von Ikea noch auf. Und eigentlich auch eins von Ihr seid am Start. Wir haben eins von Ikea auf jeden Fall offen. Nein, ihr seid richtig gut dabei. Hat Ikea irgendwas mit einem Krankenhaus zu tun und irgendwas mit einem Chor? Nee, aber mit einem Schuh vielleicht. Man muss da durchlaufen, ne? Oder? Es gibt einen Ikea-Chor. Nee. Ein Korb. Ikea-Korb. Ey, ich hab keine Ahnung. Timmit, mach du einfach. Komm, nimm mal die Initiative. Ikea, nee. Timmit, du alleine. Du alleine. Boah. Kinder. Kinderschuh. Bunken. Kinderchor ist doch wohl ein Banger. Kinderbarren? Gibt es irgendwas mit Barren? Kinderbarren? Nee, aber es gibt einen Kinderschuh. Er hat ja auch nichts mit Ikea zu tun, oder? Nee, aber der Kinderschuh. Kinder, weil beides Griechenland und Kinder mit ER aufhört. Ja, keiner will da Griechenland. Ich. Chor! Nee. Bitte, der Chor muss weg. Ey, ich weiß es nicht, Himmel. Ja, Chor. Kinderchor. Kinderchor. Ja, okay. Kinderchor. Ja. Kinderschuhe, da kriegen Kinderkrankenhaus. Aber bei Ikea kann man keine Schuhe kaufen. Aber es gibt keine Kinderkrankenhaus. Es gibt aber auch doch, es gibt ein Kinderkrankenhaus, aber ich meine Kinderschuhe. Ja, dann drück auf. Nein! Dann mach Ende jetzt. Ich mach meinen Schuh. Schuh, okay, dann nicht. Schuh. Ja. Mach Raten beenden. Nein! Schuh! Scheiße. Aber es ist, oha, das ist weiß. Geil. Aber es gibt wirklich ein Kinderkrankenhaus. Ja, das ist richtig, ist ja auch nur weiß. Aber den Kinderschuh nicht vergessen. Oh, also war das nicht orange. Aber wie hat denn ein Schuh mehr... Okay. Was? Dasselbe nochmal? Alter, ist das richtig im Horus? Okay, die müssen Hamburger anklicken. Okay, also die müssen Hamburger nehmen. Die müssen Hamburger nehmen. Geil, das ist jetzt dein Hamburg. 8-Moment-Schuh. So, pass auf. Funken, Schuh, Rock. Hat es Rock dann Daumen, gewinnen um wir. Um den Daumen so. Wickeln, um den Finger wickeln. Und Hamburg. Das ist es, oder? Das ist es. Ja, hast okay. Du, das haben wir es doch. Ja? Pass auf, Rock wegen unter den Rock gucken. Schuh wegen zieh durch. Hacken. So Stiefel, ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall bei euch sein. Step on me und so. Funken wegen, ne, du weißt. Ja. Und Hamburg. Hamburg ist eh safe. Hamburg Finger müssen die. Bitte, was? Was? Um was wickeln? Wickeln, ja. Und Hamburg wegen dem Hamburger Rot. Das ist es. Hamburg ist safe. Ja, aber mach Funken und Hamburger zum Schluss, okay? Okay. Fang mit Schuh an. Schuh ist unser. Daumen? Hä? Oh Gott. Scheiße. Okay. Das Ding ist Schuh. Ich glaube wirklich, es ist der Schuhschrank bei Ikea. Mach. Lass uns kurz überlegen. Wir haben ja noch eins. Aber es war ja nicht Kinderkrankenhaus, ne? Die haben ja noch ein Wort. Was soll sonst sein? Kinderschuh eigentlich, oder nicht? Genau. Ach, ja. Mist. Genau, hab ich ja auch gesagt. Kindermittel. Oh Gott. Siegel, Rotlicht. Aber egal, Hamburg. Mittel? Hamburg ist ja drin. Barren, weil du bezahlen musst vielleicht? Hamburg. Mit Goldbarren? Das ist ja Quatsch. What the fuck? Auch vielleicht Horn? Der Penis?
Was? Was? Horn? Was? Also jetzt bin ich ja komplett los. Was ist denn jetzt hier los? Aber es ist bestimmt das Horn. Was ist denn hier los? Ich weiß es einfach nicht. Das ist eine Chaosrunde. Ich weiß es einfach nicht. Scheiße. Oh! Ja! Scheiße. Entschuldigung. Ein Mach Spinne, wir Spinne 1, da, Lulu. Tim, wir schaffen das. Wir haben es. Wir haben es. Bam! Laufen! Also, lass dir Zeit! Stiefel! Ich wusste okay. Ich wusste es! Kinderschuh! Aber Kinderschuh! Schuh ist doch. Was ist für ein Kinderschuh? Ja. Ist doch einfach ein kleiner Schuh! Was hat es mit Kindern zu tun? Ja, Kinderschuhe. Die sind günstiger, obwohl die gleich sind. Ja, hast ja recht. Klick drauf jetzt. Beende dieses Mal. Oh, geil! Ja, yeah, Leute! Oh, boah, ihr wart so gut! Es war das Horn. Da, starkes Team. Ich hab doch gesagt, ich hatte so aber die Begriffe waren nicht schlecht, oder? 4-4-3 ja, Begriffe. Voll gut, ey. Ich hatte so Drecksbegriffe. Wie soll ich das denn zusammentun? Baso, Big Brain am Anfang, deswegen verzeihe ich dir den Rest. Karte bei Hotel habe ich natürlich komplett übersehen. Du hattest... Ja. Das war sehr gut. Das war so, du auch Karte ist safe, das Erste. Das hat auch... Ja. Ja, war's auch. Wow. Habe ich gar nicht gehabt. Geil. Oh, krass, ey. Oh, es war Horn wegen Horny, ne? Ja. Oh. Daumen wegen... Finger wickeln. Also, ja. Aber das mit dem Punkt hat mich so genommen. Dano, was war das Vierte bei Ikea? Ach so, ich hatte, ich habe die ganze Zeit versucht irgendwie, ich hatte so viele Sachen für ein Zimmer, so wie Uhr, Leuchten und so. Ich wollte irgendwie, dass ihr die Schuhe mit reinnehmt, aber alles, was noch drinne wäre, wäre eh nicht schlimm. Alles, was ihr immer angeklickt habt, war immer grau. Deswegen war das auch, das Kinderkrankenhaus hatte ich natürlich auch gesehen, aber es war auch wieder nur grau, von daher war das nie ein Problem. Ja. Also so, ihr hattet so... ja, ihr hattet eigentlich alles gehabt. Wichtig war, Geschirr, Leuchte, Uhr waren die drei, die ich haben wollte. Und ich hatte euch noch eins gegeben, wie, es ist eh nichts offensichtlich. Nehmt vielleicht die Schuhe oder so. Manchmal ist es auch übel worth, diesen weißen Gamble einzugehen. Kann ja auch sein, dass ihr das andere Wort was aufpasst.